Da liegt er dann dick und fett vor ihrem Bett und raunt ihnen zu. Bleib doch noch ein bisschen liegen, ist doch so gemütlich hier drin. Aber so leicht sind sie nicht zu kriegen, denn sie haben eine Entscheidung getroffen, sie haben sie verkündet. Sie wissen, sie werden dann beobachtet, das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Sind mit einem Fuß schon fast drüber über das Viech. Da fällt ihr Blick aus dem Fenster, ui, es regnet. Noch nie haben sie sich so über schlechtes Wetter gefreut. Sicherheitshalber kriegen sie noch ein paar Zusatzausreden. Du könntest dich erkälten, sagt die innere Stimme. Du hast keinen wetterfesten Jogginganzug dabei, es ist glitschig draußen. Jetzt im November vielleicht sogar schon eisig. Wenn du dir was brichst, das kannst du dir beruflich nicht leisten. Und spätestens damit kriechen sie völlig beruhigt wieder in die Falle. Wie ein Butler kommt er und serviert ihnen auf dem silbernen Tablett genau die Ausreden, die sie brauchen. Denn der innere Schweinehund in uns, das muss ich Ihnen leider am Anfang sagen, ist hochintelligent. Der sieht ein bisschen deppert aus, aber ist wahnsinnig raffiniert. Und man kann sogar sagen, je intelligenter der Mensch, desto raffinierter sind die Ausreden seines Schweinehundes. Vielleicht ist er ja nicht nur ein Feind, sondern wie ein Wettkampfgegner. Lassen Sie ihn ab und zu mal gewinnen, dann wird er auch Sie mal gewinnen lassen. Lassen Sie ihm eine Nische, wo er leben darf. Und dann kann es sein, dass Sie Ihre Ziele besser erreichen, wenn Sie ihn an die Hand nehmen und lernen, ihn zu zähmen.